Die Gruppe Vincent Rocks. Mein Name ist Paul Vincent. Ich darf Ihnen mal ganz kurz, bevor Sie sich dann alle auch persönlich vorstellen, die Herren auf der Bühne vorstellen. Am Bass ist es Mr. Günther Gebauer. Guten Abend. Schlagzeuger ist gerade ausgestiegen. Nee. Der Schlagzeuger ist kurzzeitig wiedergekommen. Am Schlagwerk Rainer Huber. Sie sehen drei Personen auf der Bühne, aber wir sind ein Quartett. Und Quartett, weißt du, gell? Autoquartett, ich nehme mal vier Karten. Die vierte Karte bei uns am Sound, Uli Eisner. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie auch persönlich erschienen sind. Es gibt ja Leute, die kaufen Karten und kommen dann nicht. Und das ist für Künstler irgendwie sehr ernüchternd. Darum herzlichen Dank, weil Sie haben uns das Schönste geschenkt, was Sie haben, nämlich das ist Ihre Zeit. Und das ist etwas ganz Tolles und da freuen wir uns drüber. Das unser Programm, was wir Ihnen heute Abend kredenzen wollen, heißt 300 Jahre Rock'n'Roll. Es war eine ganz tolle Idee und ich habe in meinem Bekanntenkreis mal so ein bisschen rumgefragt vorher, so im Vorfeld, was haltet ihr von dem Thema 300 Jahre Rock'n'Roll? Und da habe ich tatsächlich als Antwort gekriegt, ich hätte gar nicht gewusst, dass der Elvis schon so lange tot ist. Aber Sie sind ja doch ein aufgeklärteres Publikum als jene Person, die ich da angesprochen habe. 300 Jahre Rock'n'Roll heißt eigentlich 300 Jahre Unterhaltungsmusik. Mit Niveau, Klammer auf, Klammer zu. Das älteste Stück, mit welchem wir auch anfangen werden in diesem Programm, ist aus dem Jahr, wenn ich mich recht entsinne, 1725. Und es ist von einem gewissen Johann Sebastian Bach. Und der hat nicht nur diese Kirchenkantaten und die Toccaten Fuge D-Moll und alle so großartige Werke wie die Matthäus-Passion, Johannes-Passion geschrieben, sondern der hat auch Unterhaltungsmusik geschrieben. Da gab es damals in dieser Zeit eine Mode. Das ist so, Sie müssen sich vorstellen, Leipzig und ein neuer Coffee Fellows oder San Francisco Coffee Company oder Starbucks hat aufgemacht. Und Kaffee ist das Modegetränk. Es war damals tatsächlich so da. Es war ganz neu. Man hat gesagt, man geht zum Kaffee trinken. Da gab es ein Lokal, das hieß zum Kaffeebaum. Und da brauchte man auch ein bisschen Musik. Da hat man den Johann Sebastian Bach engagiert, der sollte ein paar Stücke schreiben und sollte ein kleines Ensemble mitbringen. Und dann haben die zur Unterhaltung der Leute gespielt. Und dieses nächstfolgende Stück ist so ein Stück gewesen, was die im Kaffeebaum gespielt haben. Und das heißt Gavotte, ist ein Tanz. Kriegst du später in der Schule nochmal mit, was das genau ist. Das ist so ein Bruder vom Twist oder Halligalli. Und das hat man damals getanzt, es war nicht ganz so körperlich, also Damen und Herren gingen noch nicht auf Tuchfühlung, sondern man reichte sich nur so ein bisschen die Hand und schritt dann so einher. Das ist also eine Gavotte gewesen. Aber genug der Vorrede, Ladies and Gentlemen, Johann Sebastian Bach, Gavotte in D-Dur. Thank you.
kleiner Sprung innerhalb der 300 Jahre. Das nächste Stück ist aus dem Jahr 1969. Du wirst dich kaum noch daran erinnern, ich weiß es. Aber das ist ein Stück, war auf der letzten offiziellen Scheibe der Beatles. Damals gab es noch Vinyl-Schallplatten. Du wirst dich erinnern, gell? Und die hatten zwei Seiten. Und auf der ersten Seite, das erste Stück von der Platte Abbey Road, war das nächstfolgende Stück. Es ist geschrieben von John Lennon.
In unserer Rock'n'Roll-Zeitmaschine gehen wir jetzt wieder zurück, nicht ganz so weit wie zum Bach, gehen wir zurück ins Jahr, ich habe es nicht so mit Jahreszahlen, ich glaube 1784, 85 oder sowas. Ein Komponist namens Wolfgang Amadé Mozart hat das nächstfolgende Stück geschrieben, auch so eine Modeerscheinung. In Wien, ich glaube Kaiserin Maria Theresia oder wer auch immer Kaiser oder Kaiserin war, weiß ich nicht genau, in der Zeit, hatten ja Kriege geführt gegen die Türken. Und andererseits hat man aber viele von, Sachen von der Lebensart der Türken mit übernommen in den alltäglichen Lebensrhythmus. Da gehörte zum Beispiel auch der Kaffee dazu, da gehörten die Croissants, dieses Gebäck dazu, was ja eine halbmondförmige Geschichte ist. Und unter anderem auch die türkische Musik. Zumindest, was man in Österreich dafür gehalten hat. Da gab es die Janitscharenkapellen, die hatten so mit so Blech und so Zeug, haben die so rumgemacht. Und das war so eine ganz typische Musik. Und Mozart hat eine Klaviersonate geschrieben und hat den letzten Satz dieser Klaviersonate, die eigentlich in A-Moll steht für die Leute, die es interessiert, in A-Dur den letzten Satz geschrieben und hat, umgekehrt, so ist es. Die Sonate ist in A-Dur und der letzte Satz in A-Moll. Günther, du hättest mich korrigieren können. A-Moll. Auf A-Moll in einer Dur. Und das war also ein Stück, es hieß Rondo alla Turca. Das ist ein Thema, das so durch verschiedene Variationen so geschickt wird. Und dieses Stück spielen wir nun in einer Interpretation von Bob Marley. Bob Marley, das weiß keiner, hat auch Mozart gespielt. Wir haben da irgendwann mal so eine Bootleg-Platte erwischt und haben das gehört und haben gesagt, wow, toll, Bob, super. Und in dieser Version spielen wir das jetzt. Also, Rondo alla Turca in der Interpretation von Robert Marley. Thank you.
together to get the best of me. Zum nächsten Lied muss ich kurz was erklären. Das Lied heißt I Wanna Marry an American Girl. Ich täte gern ein amerikanisches Mädel heiraten. Auf diese Idee bin ich persönlich gekommen, als ich mal an so einem Zeitschriftenladen vorbeigegangen bin, der so außen so eine Art Karussell, Postkartenkarussell gehabt hat. Und in diesem Postkartenkarussell waren so Glückwunschkarten und das Übliche, was man so kennt. Aber da war auch so eine Rubrik, wo so künstlerische Fotos waren, in Schwarz-Weiß. Und da war ein Foto, da war ein Obdachloser in New York vor einem Wolkenkratzer. Der saß so da, direkt so mit dem Rücken angelehnt an die Hausmauer und hatte so einen Plastikbecher aufgestellt, dass die Leute so das Geld reinwerfen. Und hinter ihm, und jetzt kommt der Gag, war ein großer Pappkarton, den hat er sich irgendwo geholt und hat dann so mit einer Art Kinderschrift draufgeschrieben, I want marry an American girl. Also man merkt, der Mann war nicht Amerikaner, Fremdsprachler. Obwohl, gell? Obwohl, ja, gut. Wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eine geile Story. Was erwartet dieser Mann? Glaubt er, dass irgendein amerikanisches Mädel, wie blöd oder versoffen sie sein mag, ihn heiratet, nur damit er eine Green Card kriegt? Und das Bleiberecht in Amerika. Aber ich fand es so aberwitzig. Und dann habe ich so eine Geschichte drumherum gesponnen, dass er mindestens einmal am Tag verhaftet wird vom Police Officer, dass er dann, besonders im Winterjahr, sehr wichtig, eine trockene und warme Zelle hat, eine geregelte Mahlzeit, vielleicht auch einmal wieder duschen kann und vielleicht von der Wohlfahrt auch ein paar neue Klamotten kriegt. Und um dieses Ding habe ich so eine Geschichte gesponnen, die heißt eben I Wanna Marry an American Girl. Und ich würde doch bitten, dass der Gospelchor Herrenberg ab einer gewissen Stelle in dieses Lied einfällt. Ich gebe dann ein Zeichen und Sie müssen nichts anderes machen als singen I Wanna Marry an American Girl. Die Melodie wird sich Ihnen offenbaren im Laufe des Stückes und wir werden das dann gemeinsam vielleicht auch so während des Stückes proben. Aber es wäre schön, wenn Sie ähnlich wie bei Come Together Ihren Tenor und Sopran und den sonoren Alt erklingen lassen würden. Und Bässe sind auch sehr willkommen. Ladies and Gentlemen, das Werk I Wanna Marry an American Girl.
said, you know, life isn't fair. You know, my children hate me, and my wife ran off with a millionaire. I must admit I've had some hard times too. Well, a lot of troubles that I've been through. You know, I need this break, and I'll be on my feet again. Now listen here. It struck me once, it struck me twice. Yeah, this is it, I found the key to my life. I wanna marry an American girl. I wanna marry an American woman. I wanna marry an American girl, and I'll be happy for the rest of my life. I wanna marry an American girl. I wanna marry an American woman. I wanna marry an American girl, and I'll be happy for the rest of my life. You should have seen me in the 50s then. Pulling crowds wherever I went, and my name in lights and women by the score. I must admit I've had some hard times too. A lot of troubles that I've been through. You know I need this break, and I'll be on my feet again. I swear. You struck me once, struck me twice. Yeah, this is it, I found the key to my life. I want to marry an American girl. I want to marry an American woman. I want to marry an American girl, and I'll be happy for the rest of my life. Passage ist in die Musikgeschichte eingegangen als die sogenannte Blues-Falle. Und diese jungen Herren hier sind sofort eingestiegen. Ich spende Ihnen nachher eine kostenlose CD von uns. Ist das okay? Also, das, was die jungen Herren hier vorgemacht haben, erbitte ich nun vom Gospelchor ohne Text einmal zu Gehör zu bringen. Ich spiele vor. Sie merken,
auch die kleine Variation wird hier aufmerksam verfolgt. Sehr gut. Jungs, da ist sogar eine Doppel-CD drin. I wanna marry an American girl. I wanna marry an American girl, and I'll be happy for the rest of my life. Ich habe so den Eindruck, dass diese Seite schwächer ist. Könnten wir euch mal eben kurz Tatset, ja? Dass ich nur mal meine linke Seite mal höre. I wanna marry an American girl. Ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Also kein Problem. Nur mal zum Vergleich, ihr. I wanna marry an American girl. I wanna marry an American girl. Und ihr? I wanna marry an American girl. Unentschieden. Kommt der schwierige Part. Wie in der Kirche, in der afroamerikanischen. Oh Lord, I'll be happy. Und dann singt die Gemeinde das natürlich nach. Oh Lord, I'll be happy. Das geht nochmal. Oh Lord, I'll be happy. For the rest of my verehrtes Publikum, lieber Gospelchor, Herr Herrenberg, wow, wow. Immer wenn ich heimkomme, fragt mich meine Frau, wie war es denn so beim Konzert? So, ja, so. Und wie war der Chor? Und dann sage ich, ja, durchwachsen oder ängstlich oder brillant. Ja. Na, ist wirklich wahr. Also, es ist, die fragt immer als erstes, wie war das so? Und dann, ich muss ja ehrlich sein, die Ehefrau darf man ja nicht belügen, ne? Dann sag ich, naja, ging so irgendwie und so. Aber hier ist, wow. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was fällt Ihnen spontan ein, wenn ich Ihnen den Namen zurufe? Lothar Matthäus. Bitte was? Jetzt ist doch dieser Mann Weltfußballer gewesen, gell? Und wir behalten ihn in Erinnerung als Eugen Depp, wie man in Bayern sagt. Junge Weiber, klar, er ist reich, er ist berühmt. Wenn er auf der Wiesn ist, im Käferzelt, da ist die jeweilige Begleitung, sofern sie 18 Jahre alt ist, auch demnächst in der Zeitung, als neue Gespielin von Lodder. Jetzt ist dieses Phänomen nicht allein auf Lothar beschränkt. Also schauen wir uns Donald Trump an. Die Frau, die er hat, ist auch nicht so arg alt. Also, wenn man das vornehm ausdrückt. Da gibt es etwas in der Psychologie des Mannes, wenn er einmal, sagen wir mal, die 50 überschritten hat, was wir ja noch alle nicht haben. Da gibt es das nennt der Psychologe den Johannistrieb. Da erwacht noch einmal im reiferen Manne das Bedürfnis nach einer jüngeren Gespielin und Gefährtin. Und
Die kommt aber nur, wenn genügend Kohle da ist, ist doch klar. Und aus diesem Zwiespalt des Mannes habe ich gedacht, mach mal ein Lied. Und jetzt habe ich dieses Lied nicht Lolita genannt, weil da gibt es schon eins, das habe ich mit Wolle früher geschrieben, das hieß Oh Lolita. Das ist eine andere Nummer. Wir haben es genannt Isabella. Wir haben diese Frau, diese imaginäre junge Frau mit einem alten Knacker zusammen Isabella genannt. Und da erwacht der Mann eines Morgens und schaut online auf sein Konto. Und weil er hat ihr eine American Express Karte gegeben und sie hat das reichlich ausgenutzt. Und was nun kommt, erzählt das nächstfolgende Lied. Oh, Isabella. Isabella, es müsste mir klar sein, der Luxus ist dein Lebenszweck. Oh Isabella, du Luxusluder, oh Isabella, du Teufelsweib. Oh Baby, Baby, es müsste mir klar sein, der Luxus ist dein Lebenszweck. Ich sag oh, 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 dann schaust du mich an. Oh Isabella. Isabella, wie tief muss ich sinken? Ich kann schon nicht mehr gerade stehen. Oh, Isabella, du Luxusluder. Oh, Isabella, du Teufelsweib. Oh, Baby, Baby, ich fang an zu trinken. So kann das echt nicht weitergehen. Ich sag, oh, 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 dann schaust du mich an. Oh, Isabella. Oh, 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 oh,
dann schaust du mich an. Dann müsstet ihr singen. Oh, Isabella. Dann schaust du mich an. Oh, Isabella. Wie wäre das, wenn das nur mal die Männer singen? Eins, zwei, eins, zwei. Ich sag, oh, 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 oh. Dann schaust du mich an. Nur die Boys. Oh, Isabella. Und jetzt mal nur die Mädels. Ich möchte mal sehen, welche Häme dahinter steckt. Ich sag, oh, 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 dann schaust du mich an. Mädels! Oh, Isabella! Okay! Ich sag, oh, 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 dann schaust du mich an. Oh, Isabella! Schaust du mich für das nächste Stück Musik gehen wir ganz weit zurück in das Jahr 1928 nach Berlin, wa? Und da war eine große Premiere in den Theater an Schiffbauer Damm. Zwei junge Leute haben Mucke und Text gemacht und war ein großer Erfolg, gleich von vornherein. Später wurde ein Film gemacht damit und Schallplatten und der Louis Armstrong hat auch einen Titel gesungen davon, später gecovert und Frankie Sinatra und so. Und wir spielen das berühmteste Stück davon. Das ist die Moritat von den Räuber McKees, genannt Mackie Messer. Und das ist die große Nummer, damit fängt die Drei-Groschen-Oper, fängt damit an. Vorne ist da so ein Moritaten-Erzähler mit einer Schautafel. Und wir spielen dieses Lied hier jetzt gleich für euch aus den Jahren 1928, deutsches Kulturgut. Einer der wenigen Exportschlager außer Major Tom und 99 Luftballons, welches den Sprung über den großen Teich, ja, und Silver Convention noch, Fly Robin Fly. Aber sonst war duster, war sonst nur Musik von Amiland zu uns, aber Mackie Messer hat auch Frank Sinatra gesungen. Das ist so was. Sieht man nicht.
blauen Sonntag liegen toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Yeah, ihr Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und nochmal vor, war ihr Schände. Mackie, welche war dein Thank you.
Archose, Feuer im Sohn. Rainer Huber am Schlagzeug. Uli Eisner am Sound. Paul Vincent an der Gitarre. Bevor wir Sie in die Pause entlassen, haben wir noch ein Schmankerl für Sie, wie man in Bayern sagt. Ein Schmankerl. Schmankerl. Ja, Schmankerl. Die Wiesen war ja gerade, gell? Ein Schmankerl. Und zwar eine Warnung für die Generation dieses jungen Mannes, blond und im gelben T-Shirt. Generation steht da drauf. New Generation. Hütet euch, das ist ein Warnlied. Wir haben ein Lied geschrieben für die armen Kinder, die jetzt kommen und heranwachsen. Hütet euch vom gemeinen Dieter. Der gemeine Dieter treibt sein Unwesen auf RTL. Und der sucht immer sogenannte Superstars. Er meint aber, er sucht Superdeppen. Weil der Einzige, der bei ihm gewinnt, das ist er. Und die anderen sind alle nur so Kanonenfutter. Die machen so den Deppen öffentlich, lassen sich auslachen, lassen sich niedermachen. Und dass dir das nicht passiert, haben wir ein Lied geschrieben. Warnend heben wir unsere Finger und sagen, pass auf, hüte dich vor dem gemeinen Dieter. Und dieses Lied heißt auch sinnigerweise Superstar. Weißt du, wer deine Freunde sind?
damals anfingst, mit keiner müden Mark in der Tasche. Früher hattest du viele Freunde, aber heute hast du nur 5 Minuten Ruhm. Du bist da, weißt du, wer deine Freunde sind? Wow, 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 Superstar. Bist du oben, aber jetzt geht es nicht.
Superstar. Weißt du, wer deine Freunde sind? 1, 2, 3, wer Superstar? Weißt du, wer deine Freunde sind? Wow, wow, yeah. Superstar. Weißt du, wer deine Freunde sind? Superstar. Weißt du, wer deine Freunde sind? Wow, wow, wow. Superstar. Wir machen ein kleines Päuschen und freuen uns sehr auf euch in der zweiten Hälfte. Danke! Gehört dem Schaffen einer Band, die ich persönlich, aber ich glaube wir alle, tierisch lieben. Das sind die Beatles. Und die Songs, die sind so, so genial und so unkaputtbar, dass selbst Vincent Rox sie nicht kaputt machen kann. Und wir spielen natürlich eigene Versionen, weil die Beatles Original nachzuspielen, das ist unmöglich und das geht auch gar nicht. Ich glaube, das könnten die selber heute gar nicht mehr, wenn sie es noch könnten. Aber die Songs sind einfach Wahnsinn. Aber zuerst wollte ich mich noch einer Aufgabe entledigen. Die vier Männer hier vorne und der kleine Mann mit New Generation, den habe ich ja was versprochen. Das ist auch eine Urlaubsreise damit verbunden. Das weiß der Paul noch nicht. 4 Wochen Mallorca. Also, Sir Paul McCartney, John Lennon, Friede seiner Asche, George Harrison, Friede seiner Asche und Ringo Starr sind die Stars des zweiten Teils unseres Programms. Und wir fangen an mit einem Lied von Sir Paul McCartney, war eine Single, 1967, 68 rum, und handelt von einem sehr, eigentlich immer noch akuten Thema. Eine alleinstehende Frau, man weiß jetzt nicht in der Story, warum sie alleinstehend ist, hat einen ganzen Sack voll Kinder und sie weiß nicht, wie sie die ernähren soll. Und sie schleppt sich so von Tag zu Tag irgendwie und versucht es in der Wohlfahrt und wie auch immer. Und das Lied heißt Lady Madonna. Wonder how you managed to make it.
Nächstes ist ein Lied von Mr. George Harrison. Und das ist so, als es damals rauskam,
bin ich zum Musikhaus Braun gegangen. Ich komme aus einer kleinen westfälischen Stadt. So 30.000 Einwohner hatte die damals. Und da gab es ein Musikgeschäft, wo man Platten kaufen konnte. Die hatten auch Klaviere und so Zeug. Und da gab es dann so Kabinen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann ist man reingegangen. Dann hat die Frau Braun, die Besitzerin, hat dann die Platte aufgelegt. Und dann hat man in diesem Bäuschen hat man dann die Platte angehört. Und wenn man dann wollte, dass die umgedreht wird, das durfte man nicht selber machen, dann hat man gesagt, Frau Braun, bitte, ich möchte die B-Seite hören. Und dann ist sie reingekommen, hat die Platte umgedreht und so. Und da habe ich geheult, als ich das Stück gehört habe. Es ist auf dem weißen Album und heißt While My Guitar Gently Weeps. To unfold your love.
Nun kommt ein Stückchen Country and Western Music, auch aus der Feder von Sir Paul McCartney. Und das Stück heißt I've Just Seen a Face. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl to me, and I want all the world to see we met. Na 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 na. Had it been another day, I might have looked the other way, and I had never been aware. And as it is, I dream of her tonight. Keeps calling me back again. Oh, falling. Yes, I am falling. And she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. No, no. She keeps calling me back again. Whoa, falling. Yes, I am falling. And she keeps calling me back again. Thank you.
just seen a face I can't forget. Time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see with me. Und jetzt bräuchte ich wieder den Gospelchor Herrenberg. Gospelchor Herrenberg, are you ready? I said, are you ready? Also es geht ganz einfach. Günther und ich machen es euch mal vor. Es ist der Refrain, der Text heißt Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Ist das irgendwie so angekommen? Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Und jetzt kommt ihr. 2, 3, 4. So ein bisschen amerikanischen Schmelz und so ein bisschen Vibrato und so ein bisschen so Schmuh, ja? Okay, nächste Runde. Das nächste Lied ist eine Riesensauerei. Wir sollten dem jungen Mann die Ohren zuhalten. Aber er versteht, glaube ich, noch so gut Englisch versteht er noch nicht. Es ist ein Lied über ein Phänomen, welches damals aufkam. Und zwar das Groupie. Ist das ein Begriff heute noch? Ein Groupie? Also Uschi Obermeier zum Beispiel war ein Groupie. Die hat irgendwie, glaube ich, 170. Geburtstag gerade gehabt. Irgendwie stand in der Süddeutschen. Und die hat's ja mit allen, die Rang und Namen hat. Wie auch immer. Und über so eine Uschi Obermeier, natürlich, die gab's ja zu Hunderten, die sind den Popstars nachgereist und haben dann irgendwie versucht an die Hoteltür und Molly, mach auf! Oder John, komm! Oder Ringo! Ja, notfalls nehme ich auch Ringo und so. Und über dieses Lied haben die Beatles, also über dieses Phänomen haben die sich lustig gemacht, haben ein Lied geschrieben, welches heißt Day Tripper. Jetzt heißt der Tripper nicht die Geschlechtskrankheit, wie man allgemein kennt, so, sondern das ist der Tagesausflügler. Also jemand, der, ja, das Wort One-Night-Stand war noch nicht so berühmt, stand auch noch nicht in, was weiß ich, in den Frauenzeitungen so drin, also das wusste man noch nicht, aber Day Tripper war so die Verklausulierung für eine Riesenschweinerei. Und den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Ladies and Gentlemen, Day Tripper von den Beatles. One-way ticket, yeah.
It took me so long to find out. I found out.
doch einen Text. Oh, when the saints go marching in. It's time for bed.
started to laugh. Told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. Thank you.
Christ in a church with a wedding ring. Losing a dream, wait at the window. Wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Father McKenzie. Writing the words of the sermon that no one will hear. And no one comes near. Look at him working. He's donning his socks in the night when there's nobody there. But what does he care? Thank you.
Rainer Huber am Schlagzeug. Günther Gebauer am Bass. Uli Eisner am Sound. Und Paul Vincent. Putz ist noch ein. Ja, freilich. Normalerweise hatten wir so ein Boogie im Programm. Das fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß auch nicht wieso. Und wir haben hoch im Norden gespielt, irgendwo Goslar oder irgendwo in der Richtung. Und ich habe so einen Rappel gehabt bei der Ansage und habe so im Bayerisch geredet und gesagt: Putz ist noch ein Boogie. Und jetzt die Leute da oben im Norden sind ja doch eher so ein bisschen stur und ruhig und so. Aber nur einer, ganz hinten in der Ecke, hat geschrien: Jo, Freile. Es war Exilbayer wahrscheinlich. Und jetzt spulen wir keinen Boogie, aber ich mach's trotzdem und ihr müsst jetzt Jo, Freile sagen, also rufen, richtig sagen. Ich sag: Wollt's ist noch am Boogie? Und sagt ihr: Jo, Freile. Also, das war die Generalprobe. Wollt's ist noch am Boogie? Jo, Freile! Und dann kommt keiner. Aber Boogie von Wolfgang Amadeus Mozart. Genau. Thank you.
but to be where I'm going. In the sunshine of your love. Wir fangen das Programm mit Johann Sebastian Bach an und wir hören es auf mit einem der schönsten Stücke Musik, die es gibt,
die berühmte Air von Johann Sebastian Bach in D-Dur. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Ihr wart richtig toll. Danke. Falls ihr Lust habt, draußen ist die Sigi. Wir haben etliche CDs und Sachen. Bedient euch!